Hallo meine Lieben. Ja, wie versprochen beziehungsweise schon erwähnt, komme ich diesen Monat nicht zu den einzelnen Sternzeichenlegungen, weil ich das jetzt nach meinem Urlaub einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Und ich mache es dieses Mal ausnahmsweise mal als eine Elementenlegung. Und jetzt sind wir hier bei dem Element Wasser. Das betrifft die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion für den Monat November 2024. Auch heute bei dieser Legung gibt es eine Überschriftskarte aus dem magischen Krafttier-Orakel-Deck. Und dann seht ihr hier drei verschiedene Kartendecks. Diese drei Kartendecks sind alle von Kathleen Bergmann. Und hier oben haben wir die entsprechenden Bereiche. Das heißt, einmal für den Bereich Liebe, einmal für den Bereich Finanzen und einmal für euch persönlich als Fragesteller. Für jeden dieser Bereiche werde ich aus dem entsprechenden Kartendeck 5 Karten ziehen, um zu sehen, was euch da in dem besagten Bereich erwartet. Und zum krönenden Abschluss ziehe ich noch 2 Karten aus dem Deck, wo auch diese wunderschönen Sternzeichen her sind, nämlich aus dem Deck Seelensterne. Das ist so eine wunderbare Kombi meiner Kollegin Monas Seelensterne, die hat das entworfen, zwischen Sternzeichen und Astrologie. Und das eignet sich daher besonders gut für diese besagten Sternzeichenlegungen. So, meine Lieben, es ist eine allgemeine Legung, wie meine sonstigen anderen auch immer. Und wir schauen mal jetzt, welches Krafttier begleitet euch. Da zeigt sich der Delfin. Mitgefühl und Verbundenheit. Der Delfin reagiert feinfühlig auf seine Umwelt. Sei sensibel und nimm die Gefühle deiner Mitmenschen wahr. Begegne anderen mit Anteilnahme und zeige ihnen so deine Verbundenheit. Ich fühle mich anderen nahe, indem ich mich in sie hineinversetze. Ja, mit anderen Worten, nimm Anteil vielleicht an dem, was deine Mitmenschen bewegt, was Mitmenschen, die dir nahestehen, bewegt. Womit sie sich vielleicht gerade rumplagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sei feinfühlig und etwas sensibel und fühl dich den anderen nahe, indem du dich in sie hineinversetzt. Eine wunderbare Aussage. Ich denke, das trifft nicht immer nur hier auf die Wasserzeichen, das Element Wasser zu, sondern ich denke, das betrifft viele von uns. Man ist in seinem Alltag so eingebunden, dass man vielleicht um sich herum gar nicht mehr wahrnimmt, dass es Menschen gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und dafür sollte man sich hier wieder öffnen. Und jetzt schaue ich mal, was erwartet die Sternzeichen des Elements Wasser im Bereich der Liebe. 5 Karten aus dem Bereich der Liebe. Da zeigt sich als erstes das Haus. Das betrifft dein Zuhause. Des Weiteren zeigt sich die Eule oder auch die Vögel für die Kommunikation. Die Sonne als dritte Karte. Und noch 2 Karten, da zeigt sich der Baum und der Ring. Das sagt mir für den Bereich der Liebe. Die Liebe bezieht sich bei vielen von euch auch auf den häuslichen Bereich. Das heißt, hier geht es nicht um die Liebe unbedingt zu einem Partner, zu einem Gegenüber, sondern hier geht es um eure Liebe, die ihr verbindet mit Dingen,
die den häuslichen Bereich bei euch betreffen. Das heißt, hier wird es zu Kommunikation, zu Gesprächen kommen. Ihr wollt hier etwas erfüllen. Ihr wollt hier etwas in Gang setzen, was euch am Herzen liegt, was euren Herzenswünschen entspricht. Und ihr könnt das erreichen, was ihr euch hier vorgenommen habt. Das heißt, hier können Herzenswünsche in Erfüllung gehen, die den häuslichen Bereich betreffen. Das heißt, durch Kommunikation werdet ihr in die Lage kommen, Glück und Erfolg zu ernten. Ihr kommt hier in eine Lebensphase mit dem Baum, die euch wieder zur Kraft, zur Stabilität und zur Gesundung verhilft. Und das Ganze wird hier manifestiert und unterstrichen durch Verträge und Beschlüsse. Das heißt, hier bezieht sich die Liebe bei euch, bei vielen von euch, darauf, dass ihr Herzenswünsche umsetzen wollt. Hier hat der Liebesbereich nicht unmittelbar mit Personen zu tun, sondern mit Situationen, mit Wünschen, mit Träumen, die euch beschäftigen. Und diese sind hier ganz gravierend auf den häuslichen Bereich bezogen. Ihr könnt durch Gespräche wirklich eure Wünsche erfüllen. Hier wartet Glück und Erfolg. Hier wartet Stabilität, Gesundung und Kraft. Und hier wartet das Ganze zu unterstreichen durch Verträge und Beschlüsse. Das heißt, ihr kommt hier euren Herzenswünschen immer näher. Das ist hier eine Besonderheit. Es geht hier, wie gesagt, tatsächlich um etwas, was ihr von Herzen euch wünscht, was ihr herbeisehnt und was für euch momentan die Liebe zum Ausdruck bringt, ja, euch im Bereich der Liebe einfach, ja, erfüllt, was, wie ich eben schon sagte, sich nicht in keinster Weise auf Personen bezieht, sondern wirklich auf etwas, was ihr euch von Herzen wünscht, von Herzen wünscht. Und da ist vielleicht auch deshalb die Überschrift nicht außer Acht zu lassen. Das heißt, bei all dem, was ihr euch herbeisehnt und was hier mit der Sonne zu Glück und Erfolg führen kann, vergesst nicht die Menschen um euch herum. Berücksichtigt bitte auch deren Träume und Wünsche. Behaltet nicht nur eure Träume und Wünsche im Kopf. Jetzt muss ich hier gucken. Eine Karte fehlt mir noch. Sondern seid, wie gesagt, hier schon sensibel genug, um zu erkennen, ob andere diesen Weg mit euch beschreiten wollen und können. Das ist hier im Grunde genommen so ein bisschen das, ja, der Hinweis auf das Mitgefühl. Also nicht nur seine Ziele, seine Wünsche, seine Richtung im Kopf zu haben, sondern vielleicht auch zu berücksichtigen, was wollen denn die Menschen um mich herum? Ziehen die am gleichen Strang? Sind auch die bereit, vielleicht hier eine häusliche Veränderung zu akzeptieren? Das ist hier der Hinweis. Im Bereich Finanzen solltet ihr schlau und geschickt vorangehen und etwas vorsichtig sein. Hier zeigen sich so ein paar Auseinandersetzungen, auch mit Menschen, die euch vertraut sind. Das heißt, hier gibt es Ungereimtheiten und genau das kann sich hier auf den ersten Bereich beziehen.
Hier gibt es Ungereimtheiten, hier gibt es Auseinandersetzungen. Aber, und das ist jetzt wiederum der gute Ausgang, das Ganze wird sich zum Positiven wenden. Das heißt, wir haben hier mit dem Kleeblatt den Hinweis, auch diese Diskussionen werden positiv enden. Sie gehen glücklich aus und ihr werdet mit Sicherheit neue Türen in eurem Leben öffnen. Neue Türen öffnen können, die euch auch finanziell weiterhelfen. Im finanziellen Bereich, wie gesagt, geht schlau und geschickt voran. Achtet auf Menschen um euch herum, die euch vielleicht so ein paar Steine in den Weg legen wollen. Vielleicht auch Menschen, die euch eigentlich nahestehen, die nicht unbedingt eure Wünsche und eure Vorstellungen teilen. Geht mit Mitgefühl ran und zeigt eure Verbundenheit, um eine glückliche Lösung zu finden. Und diese Lösung könnt ihr mit Sicherheit finden. Ihr könnt neue Türen öffnen. Neue Türen öffnen, die für alle etwas bedeuten, wo man sich wohlfühlt. Wo man nicht nur in seine Richtung tendiert, sondern wo man nahestehende Menschen einbindet und auch deren Wünsche berücksichtigt. Und das zeigt sich hier auch im finanziellen Bereich. Du wirst keine finanziellen Verluste erleiden, aber du solltest, wie gesagt, auch Menschen aus deinem Umfeld einbinden und denen ein gewisses Mitspracherecht zukommen lassen. Für dich persönlich zeigt sich hier als erstes das Kleeblatt. Das Kleeblatt ist kleines Glück, aber es spricht auch für die Kürze, also etwas, was in Kürze hier auf dich zukommen kann, was dir auch zur Klarheit verhilft, was hier diese dunklen Wolken zur Seite schiebt und wo man endlich wieder einen klaren Durchblick erhält, wo man aus Verstrickungen rauskommt, wo man einen Weg der Gesundung einschlägt. Das heißt, hier haben Verstrickungen und Probleme, die euch belasten, ein Ende. Ihr kommt hier in die Gesundung und kommt aus Verstrickungen und Umwegen raus. Und selbst Träume und Wünsche können jetzt eine Richtung einschlagen, die euch zur Zielerreichung verhilft. Das heißt, Träume und Wünsche können wahr werden. Und genau das symbolisiert hier der Sarg. Der Sarg zeigt euch, es wird hier ein neuer Lebenszyklus für viele von euch beginnen. Wie erwähnt, das Kleeblatt spricht für kleines Glück, es spricht aber auch davon, dass hier etwas in Kürze auf euch zukommen wird, was euch wieder zu einem klaren Durchblick verhilft. Diese dunklen Wolken, die alles so ein bisschen verschwommen euch vor Augen geführt haben, öffnen sich jetzt und ihr könnt klar nach vorne schauen. Ihr kommt jetzt raus aus Verstrickungen und das Ganze führt zur Gesundung. Bei vielen kann das auch zu körperlicher Gesundung führen. Viele Dinge, die einen im Leben belasten, führen einfach auch zu körperlichen Beschwerden. Und das ist hier der Hinweis, ihr kommt in die Gesundung. Es entwickelt sich alles euren Träumen und Wünschen entsprechend. Der Mond ist ein Zeichen für Träume, für Sehnsüchte, manchmal auch für unerreichbare Illusionen. Aber hier weist er euch darauf hin,
dass ihr Träume umsetzen könnt. Träume umsetzen, indem ihr bereit seid, einen alten Lebenszyklus endgültig hinter euch zu lassen und einen neuen zu begrüßen. Und dieser neue, der verspricht euch Glück und Erfolg. Auch wenn es hier im Finanziellen die eine oder andere Diskussion gibt, geht ohne Angst dran. Auch hier wartet das Glück und hier wartet mit Sicherheit das Öffnen neuer Türen auf euch. Das heißt, ihr seid hier auf dem richtigen Weg. Ihr könnt hier alle Träume und Wünsche umsetzen. Also wagt euch nach vorne, aber vergesst bei all dem nicht, Mitgefühl und Verbundenheit zu zeigen. Und hier zeigt sich bei euch das sechste Haus. Das sechste Haus ist ein Haus, wo es um die Arbeit geht, um den Beruf, aber auch um die Gesundheit. Lebst du deine Berufung? Wird hier gefragt. Lebst du deine Berufung? Ich sage, bisher nicht. Du willst, du strebst danach, deine Berufung zu leben. Aber dazu musst du genau das jetzt umsetzen. Und Fakt ist, richtig erreichen und umsetzen wirst du all das, indem du einen alten Lebenszyklus endgültig hinter dir lässt. Indem du bereit bist, einen alten Lebenszyklus zu beenden und einen neuen zu begrüßen. Und hier zeigt sich noch das zehnte Haus. Und das zehnte Haus ist durchaus passend zu dem Vorangesagten. Es geht hier um Berufung, um Lebensziele, um deinen Status. Was ist deine Berufung? Folge ihr. Und genau das ist es. Hier haben wir, lebst du deine Berufung? Und hier wird darauf hingewiesen, frag dich erstmal, was ist denn deine Berufung? Und dann folge ihr. Folge ihr, indem du diesen alten Lebenszyklus hinter dir lässt und einen neuen begrüßt. Und begleiten tut dich Neptun. Das ist der Planet der Spiritualität, der Liebe, der Träume. Deine Träume zeigen dir den Weg. Genau um das geht es hier. Deine Träume können hier in Erfüllung gehen. Deine Träume mit der Umsetzung deiner Träume findest du Glück und Erfolg. Also schaut positiv in den November und erkennt den Weg eurer Berufung. Ich wünsche euch einen fantastischen Monat und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Alles Liebe. Bis bald.